Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, plastischer Chirurg aus Wien und wir sprechen heute darüber, dass Botox gestern war und Taping heute ist. Ich weiß gar nicht, ob der Titel jetzt kurz durchgekommen ist. Botox war gestern, Taping ist heute. Bin gespannt, wer von euch dieses Video schon gesehen hat, das ich mit euch jetzt gerade durchgehe. Es geht darum, Falten vor allem auf der Stirn zu verhindern, indem man quasi die Haut einfach tapet, das heißt einfach aufspannt. Ist das möglich? Ja oder nein? Ich hätte irrsinnig gerne in YouTube mittlerweile schon so ein Voting-Tool, dass ich jetzt quasi jetzt klicken, ja oder nein, dass ich eure Antwort dazu bekomme. Ist es möglich oder nicht? Auflösung am Ende des Videos. Schauen wir uns mal das Video zusammen an. Also diese Dame hat eben begonnen, ihre Falten nach oben zu tapen. Die hat sich einfach so Tapes genommen, hat einfach die Augenbrauen anscheinend über Nacht nach oben getapt oder hat das auch untertags gemacht. Und man sieht quasi im Verlauf der Tage, wie diese Faltenbildung immer besser wird. Tag 4 sieht man, sie hat schon quasi nur noch die Abdrücke vom Tape drauf, aber sonst die Querfalten gar nicht mehr, also diese Horizontalfalten gar nicht mehr und das wird quasi immer besser und besser. Die erste Frage, die man sich bei dem Thema stellen sollte, ich meine, sie hat ein Tape verwendet, das relativ hautschonend ist, ich bin mir sicher, wobei man auch die Rötungen nach wie vor eigentlich jetzt mittlerweile auf der Haut sieht bei ihr. Wenn man das falsche Tape verwendet, dann wird man mal eine relativ schöne Haut bekommen, aufgrund des Klebstoffes dort. Aber was hat sie gemacht oder warum ist innerhalb von wenigen Tagen die Faltenbildung besser geworden? Ja, genauso wie es bei Botulinumtoxin passiert. Botulinumtoxin macht ja per se nicht die Falte weg, sondern Botulinumtoxin reduziert nur die Bewegung. Und wenn ich der Patientin Botulinumtoxin gespritzt hätte, dann hätte die genauso nach 7 Tagen keine Falten mehr gehabt. Weil keine Bewegung führt dazu, dass es zu keinem Falten kommt. Blöder Vergleich zum Beispiel vielleicht. Die Jeans, ich nehme die Jeans quasi aus dem Kasten, die ist super fein gebügelt, ich hänge sie nur her und bewege sie nicht. Bekommt sie Falten? Nein. Wenn ich sie den ganzen Tag hin und her bewege, bekommt sie hinten in der Kniebeuge Falten. Das heißt, die Falten auf der Stirn entstehen aufgrund von Bewegung. Wenn ich die Bewegung verhindere, habe ich keine Falten. Was passiert ist in weiterer Folge? Sie hat sich jetzt quasi 7 Tage lang das Tape ins Gesicht geklebt. Wahrscheinlich auch untertags, weil sie muss ja wirklich, das geht ja nicht nur, dass sie jetzt in den 8 Stunden, wo sie schlaft, die Falten verhindert, sondern sie muss es ja länger machen. Wird sie A von den Kleberresten quasi halt Probleme bekommen. Und solange sie das macht, funktioniert es. Was ist der Unterschied zum Botulinumtoxin? Es ist eine Behandlung, nicht ein tägliches Tapen und diese hält für mehrere Monate. Das heißt, es hält länger, aber die Wirkung oder die Ursache dafür, dass keine Falten sind, sind die gleichen. Das heißt, Tapen und Botox funktioniert gleich. Hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich das von mir gebe, weil es die Bewegung reduziert. Das heißt, wenn ich die Bewegung reduziere, habe ich keine Falten. Und noch etwas kommt dazu, da wäre dann die Mütter unter euch oder die auch kleinere Geschwister haben oder sonst was, würden sagen, naja, warte mal, aber mein Bruder, der 12 ist oder meine Tochter, die 5 Jahre alt ist, hat ja auch keine Falten. Korrekt. Das Zweite, was noch dazu kommt, ist, wenn wir älter werden, wird unser Gewebe weicher. Wir verlieren elastische Fasern, wir verlieren Kollagenfasern. Das heißt, jede Bewegung, die ich mache, führt zu mehr Falten, wie im Vergleich dazu, wenn wir sehr, sehr, sehr jung sind. Das heißt, das kommt auch noch dazu, weil prinzipiell geht es bei den beiden Dingen darum, Bewegung zu reduzieren. Hat sie super gemacht, funktioniert daher. Das heißt, Taping wird bei uns auch in der Ordination angeboten. Ein Tape, 1 Euro, ab jetzt sofort erhältlich. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, gerne einfach unten in den Kommentaren hinterlassen. Sonst freue ich mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen. Kanal nicht vergessen zu abonnieren. 2-mal in der Woche ballern wir ein paar Videos raus. In diesem Sinne, alles Schöne, ciao und baba.